Ihr seid nun im Arkaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Stört mein Arkaneum, und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Nun, braucht ihr Hilfe? Natürlich. Wäre dem nicht so, wären diese Bücher noch vor der dritten Ära verbrannt worden oder im Nichts verschwunden. Magier müssen immer wieder daran erinnert werden, sorgfältig mit dem Forschungsmaterial umzugehen. Auf die Schriftrolle der Alten. Und was wollt ihr damit tun? Wisst ihr überhaupt, wonach ihr fragt? Oder seid ihr einfach die Gehilfin für irgendjemanden? Ich wusste es. Alle kommen hierher und erwarten, dass ich ihnen helfe. Und dann stellen sie noch nicht einmal die richtigen Fragen. Schriftrollen der Alten sind Instrumente des enormen Wissens und besitzen ungeheure Macht. Um eine Schriftrolle der Alten zu lesen, braucht man einen hochgradig ausgebildeten Verstand oder riskiert, dem Wahnsinn zu verfallen. Ach, kein Selbst Problem. Dann nehmen die Göttlichen dem Lesenden den Wahnsinn des Preis nichts verfallen. Augenlicht. Die einfachste Antwort wäre wohl Wissen. Wobei einfach ein Wort ist, das nun wirklich nicht zu einer Schriftrolle der Alten passt. Sie ist eine Reflexion aller möglichen Zukünfte und Vergangenheiten. Jeder Lesende sieht die verschiedenen Reflexionen aus einem anderen Blickwinkel und erhält dadurch oft eine ganz eigene Interpretation. Dennoch ist alles davon wahr, selbst die Unwahrheiten, ganz besonders die Unwahrheiten. Aha. Es würde allein schon einen Monat dauern, euch zu erklären, warum schon diese Frage nicht den geringsten Sinn ergibt. Die Schriftrollen existieren hier bei uns, aber auch darüber hinaus und darunter. Vorher und nachher. Okay. Sie sind Substanz gewordene Teile der Göttlichen, durch die wir sie erkennen können. Verzeiht, wer von den Schriftrollen spricht, verirrt sich oft in lästigen und nebulösen Metaphern. Manche, die sie hingebungsvoll studieren, verlieren darüber den Verstand. Ha. Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Der bin ich leider nicht. Was? Moment. Wer seid ihr? Wart ihr es, den die Graubärte riefen? Exakt. Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Stundenlanges Lesen. Kämpft wacker. Okay. Hier, bitte, kleckert sie nicht voll. Auswirkungen der Schriftrollen der Alten. Gedanken zu den Schriftrollen der Alten. Das ist gar nicht so viel. Auswirkungen der Schriftrollen der Alten. Unter Gelehrten sind die Gefahren, die das Lesen der Schriftrollen der Alten birgt, allgemein bekannt. Die Wirkungsweise dieser Auswirkungen ist bereits jedoch noch weitgehend
Ungeklärt. Theorien über Geheimwissen und göttliche Vergeltung waren reine Spekulationen und basierten auf nur wenig tatsächlichen Forschungen. Ich, Justinius Glumnius, habe mich der gründlichen Dokumentation der von den Schriftrollen bei ihren Lesern verursachten Leiden gewidmet. Bislang konnte ich jedoch keine einheitliche Theorie darüber entwickeln, welche Form des Leidens annehmen, welche Form diese Leiden annehmen, weshalb dies ein Objekt künftiger Forschung bleibt. Ich habe die Auswirkung in viele Gruppen unterteilt und entdeckt, dass die Effekte zum großen Teil vom Geist des Lesers abhängen. Um dies zu verdeutlichen, werde ich dieses im Folgenden genauer beschreiben. Erste Gruppe, die Unbedarften. Für diejenigen, die über keinerlei Wissen über die Geschichte oder die Wesensart der Schriftrollen der Alten verfügen, ist die Schriftrolle letztlich wirkungslos. Der Leser kann weder Prophezeiungen sehen noch Wissen erlangen. Und wenn die Rolle auch dem Ungebildeten kein Wissen bringt, so schadet sie ihm zumindest auch keinerlei Hinsicht. Die Rolle scheint von seltsamen Buchstaben und Symbolen überzuquellen. Diejenigen, die ein wenig von der Astronomie verstehen, behaupten oft Sternbilder in den Mustern und die Verbindungen zu erkennen. Aber diese Spekulationen lassen sich nicht überprüfen, da die Studie verlangt, dass die Testsubjekte ungebildet sind. Zweite Gruppe. Der ungeschützte Verstand, diese zweite Gruppe, ist sich der Gefahren, die im Lesen der Schriftrollen liegen, bewusst. Es sind Personen, die eine Vorstellung von der Natur der Schriftrolle der Alten haben und sie verfügen über ausreichend Wissen, um sie lesen zu können. Allerdings fehlt es ihnen an der notwendigen Disziplin, um die zerstörerische Wirkung, die ein kurzer Blick auf die Unendlichkeit hat, abzuwenden. Diese unglücklichen Seelen erblinden unmittelbar und unwiederbringlich. Dies ist der Preis, den sie für die Überanspruchung ihrer Fähigkeiten zahlen. Es bleibt jedoch zu erwähnen, dass mit der Blindheit auch ein Teil des versteckten Wissens kommt. Dabei hängt es von der Person und ihrem Platz in der größeren Ordnung ab, ob es sich dabei um Wissen über die Zukunft, die Vergangenheit oder das Wesen des Seins handelt. Aber Wissen wird in jedem Fall erlangt. Dritte Gruppe. Das moderate Verständnis. In Tamriel scheint nur der Kult der Abnehmmotte die Disziplin entwickelt zu haben, die den Geist beim Lesen der Rollen schützt. Die Novizen unterziehen sich der strengsten geistigen Zucht und oft dürfen sie erst nach dem Jahrzehnt oder mehr im Kloster ihre erste Schriftrolle der Alten lesen. Die Mönche, die schon viele ungeschützte Geister unter ihren ungeduldigen Schülern erlebt haben, behaupten, dass dies zum Schutz des Eingeweihten dient. Mit ausreichender Seelenstärke gewappnet wird die Sicht des Lesers zwar geschwächt, aber bei weitem nicht so stark wie bei den Ungeschützten. Die Sicht vernebelt sich, aber Formen, Farben und Texte bleiben lesbar. Auch das Wissen, das die Schriftrolle offenbart, wird so gemäßigt und es bedarf der Meditation und der Reflexion, um das Gesehene vollends würdigen und wiedergeben zu können. Vierte Gruppe. Erleuchtetes Verständnis. Zwischen der vorigen Gruppe und dieser befindet sich ein Kontinuum, welches bislang nur von den Mönchen der Abnehmmotte durchquert wurde. Je mehr sie lesen, umso blinder werden die Mönche, umso sie erlangen größeres und detailliertes Wissen, während sie jede wache Stunde damit verbringen, die Offenbarung zu studieren. Steigert sich auch ihre Seelenstärke. Es gibt für jeden Mönch den Tag der vorletzten Lesung,
dem das einzige Wissen, das die Schriftrolle offenbart, daran liegt, dass die nächste Lesung die letzte sein wird. Für jeden Mönch kommt die vorletzte Lesung zu einem anderen, unvorhersehbaren Zeitpunkt. Es wurde vorläufig Studien angefertigt, um dieses Ereignis anhand einer Tabelle der Schwere der Blindheit des jeweiligen Mönches auch vorauszusagen. Aber alle, die dieses fortgeschrittene Stadium erreichen, berichteten, dass der Zuwachs an Blindheit mit einer hohen Anzahl Lesungen abnimmt. Manche vermuten, dass ein anderer, unbekannter Sinn in dieser Endphase weiterhin abnimmt. Mit derartige Spekulationen überlasse ich den Philosophen. Um sich aus seiner letzten Lesung auf seine letzte Lesung vorbereiten, zieht sich ein Mönch normalerweise zurück, um über ein Leben voller Offenbarungen nachzudenken und seinen Geist auf die letzte Einsicht vorzubereiten. Nach dieser letzten Lesung wird er so sicher erblinden wie die Ungeschützten. Die unbedarft zu Wissen drängen. Der Erleuchtete hat jedoch seinen Verstand sein Leben lang bewahrt. Er verfügt über eine ganzheitliche Ahnung dessen, was ihm offenbart wurde. Ich hoffe, dass dieser Katalog denen dient, die unser sterbliches Verständnis der Schriftrollen der Alten vergrößern wollen. Die Mottenpriester stehen über diesen Dingen. Sie betrachten die fortschreitende Schwächung, die mit dem Lesen kommt, als Auszeichnung. Möge dieser Text ein nützlicher Ausgangspunkt für all jene sein, die derartige Studien unternehmen wollen. Diktiert den Anstius Mechim für der letzte Saat im 126. Jahr zweiten Ära. Naja. Frage Urak nach dem verrückten Buch. Da bin ich mal gespannt, zu welcher Sorte, zu welcher Stufe wir hier im Spiel gehören. Gedanken zu den Alten, zu den Schriftrollen der Alten von Septimus Signus, Akademie von Winterfeste. Stellt euch vor, unter den Wellen mit einem hellsichtigen Segen aus hervorragendstem Gewebe zu leben. Wenn ihr das Gewebe über eure Kiemen haltet, würdet ihr seine Struktur atmen und trinken. Obwohl die pflanzlichen Fasern eure Seele erfüllen, würde das verdammte Plankton der Stoff verschmutzen, bis er vor Prophezeiung zum Himmel stänke. Dies ist eine der Weisen, in denen die Rollen ursprünglich entstanden. Aber sind wir das Meer, der Atmende oder der Stoff? Oder sind wir der Atmende Atem selbst? Ja gut, ich werde das mal dabei belassen. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht, ist das klar? Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden? Ja, das ist das Werk von Septimus Signus. Keiner außer ihm versteht das Wesen der Schriftrollen der Alten besser, aber nun ja. Er ist schon lange nicht mehr hier. Zu lange. Irgendwo im Norden, in den Eisfeldern, sagte er, habe ein altes Dwemer-Artefakt gefunden. Aber nun, das ist schon Jahre her. Habe seither nichts mehr von ihm gehört. Ja, finde Septimus Signus. Fantastisch. Können wir die Bücher behalten oder gebe ich es mal lieber zurück? Habe ich meinem Freund die Füße geworfen.
Aufstieg und Fall der King, das kennen wir. Ah, ja. Olaf und der Drache. Ja, ich werde das hier nicht lesen. Das Buch von Drachenblut. Ah, kennen wir. Telekinese-Pfeile. Setzt das Buch aufgelöst. Handle Elemente, finde heraus, wo sich die Struktur der Alten befindet. Das haben wir doch längst. Wir müssen diesem, wie auch ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen reden. Führungswechsel. Was? Ihr seht ein bisschen müde aus. Solltet ihr nicht zu Hause im Bett sein? Ihr seid neu hier, oder? Wir haben uns noch nicht unterhalten. Dann möchte ich mich gerne vorstellen. Ich bin Savos Aren, Erzmagier der Akademie von Winterfeste. Ich bin sehr zufrieden, dass hier nahezu alle Aspekte der Magie erkundet und untersucht werden. Aber ich kann und werde keine Forschungen oder Experimente gutheißen, die Mitgliedern der Akademie absichtlich Schaden zufügen. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar für mehrere, wenn ihr Talent habt. Das wissen die Alten. Noch weiter in den Norden. Ui. Wir können hier schnell reisen. Okay, dann würde ich aber erstmal keinen Abstecher hier hin machen. Und einmal den Sturmmänteln beitreten. Palast der Könige. Hier waren wir, glaube ich, noch nie. Mich noch nicht reingetraut. Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überlegen. Seid euch da nicht so sicher. Wir haben Kuriere aus Einsamkeit abgefangen. Das Kaiserreich setzt weiß. Nur Dummköpfe oder Helden nähern sich einem Jarl ungefragt. Kenne ich euch? Ah, ja. Für den Richtblock bestimmt, wenn ich mich nicht irre. Den haben wir ganz am Anfang in der Opening-Szene gesehen. Chevralov bei der Flucht geholfen. Er hat gesagt, er würde für mich bürgen. Wurde freigelassen, ich hätte überall hingehen können. Ich bin hier, um das Kaiserreich zu bekämpfen. Gut gesprochen. Nun, dann seid ihr hier richtig. Sprecht mit Galmar. Ich bin immer auf der Suche nach fähigen Kämpfern. Nicht jeder kann von sich behaupten, dass er es heil aus Helgen hinausgeschafft hat. Es scheint, als seien wir alle heutzutage Schurken. Solange eure kriminelle Vergangenheit auch Vergangenheit bleibt und ihr ehrenvoll und loyal für mich kämpft, seid ihr bei uns willkommen. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Wenn er nicht für uns ist, ist er gegen uns. Nee. Das weiß er. Sie alle. Das ist die falsche Angehensweise.
Ihr meint, ich müsste Balgruuf eine deutlichere Botschaft schicken. Sofern ihr damit meint, dass ihm jemand ein Schwert in die Kehle bohrt? Seine Stadt einzunehmen und Schimpf und Schande über ihn... Sturmmäntel sind im ganzen Land... ...eine mächtigere Botschaft, meint ihr nicht? Wir sind also wirklich bereit... Der nächste Kaiserliche, den ich sehe, ist tot. Bald. Wer war das, von dem ich sprechen soll? Ihr erledigt sie alle, so wie ihr es mit König Torek getan habt. Torek, sprecht mit Galmar. Er wird eure Tauglichkeit prüfen und entscheiden, wo wir euch... Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Das ist doch geil, Mann. Helgen, ja? Ulfric hat uns da eine wilde Geschichte erzählt. Wenn ihr das alles überstanden habt, kann ich euch wohl doch gebrauchen. Doch zuerst verratet mir, warum will ein Ausländer für Himmelsrand kämpfen? Daran gibt es nichts auszusetzen. Solange ihr das Kaiserreich so sehr hasst wie ich, kann ich damit leben. Na schön. Ich kann euch aber erst einsetzen, wenn ich weiß, wie viel ihr einstecken könnt. Ich habe eine kleine Prüfung für euch vorbereitet. Einiges. Das höre ich gerne. Sofern ihr diese Worte auch mit Stahl bestätigen könnt. Ich schicke euch auf die Schlangensteininsel. Wenn ihr überlebt, habt ihr bestanden. Wenn ihr sterbt, nun, dann hättet ihr mir sowieso nichts genützt. Dort beweisen Männer seit Generationen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Die Altvorderen haben dort eine merkwürdige Felsformation errichtet. Irgendetwas an diesem Ort zieht die Eisgeister an. Tötet dort draußen einen Eisgeist. Und ihr habt mir nichts mehr zu beweisen. Nur diejenigen, an denen ich Zweifel habe. Ihr beweist dadurch eure Fähigkeiten und, was noch viel wichtiger ist, eure Entschlossenheit. Das werden wir ja noch sehen. Hier, nehmt das. Ihr werdet es noch brauchen. Benutzt es auf der Insel. Und verliert es nicht. Mehr Hilfe kriegt ihr nicht. Versucht nicht zu sterben. Werde ich wahrscheinlich mehr hinter euch. Ich befürchte, dass viele noch nicht über... Elixier. Junge schon, wenn du Sturm enthält. Töte diesen Erdgeist. Okay. 50 Giftschaden. Ice Geist Essence. Okay, das werden wir brauchen. Dann sollen sie mit ihrem falschen Königen sterben. Wir sind schon seit langem. Da werde ich hingerichtet, wenn ich dort mich auf den Thron setze. Das habe ich noch nicht probiert, aber nicht auf Ulfric Sturmwand ist. Das mache ich irgendwo, wenn ich mal irgendwo eine kleinere Stadt bin, wo ich nie wieder rein will. Dann müssen wir das einmal fürs Gezwirn versuchen. Schriftrolle der Alten. Wo ist diese sogenannte Schlangeninsel? Das haben wir ja schon gemacht, begibt sich zur Akademie der Windfeste. Sehr viele Nebenquests. Das können wir später noch weitermachen. Töte den Eisgeist. Ach, der ist hier nebenan. Dann mache ich mich mal von dort wieder auf den Weg.
Okay, von hier aus kann ich nichts. Und was von hier aus machen. Das Pferd nehme ich wieder mit. Das müssen wir noch früh genug wieder abstellen. Dass die vom Eisgeist noch getötet wird. Hier müssen wir runter. Und wieder eiskalt. Okay, das scheint schon die Richtung zu sein, wo wir hin müssen. Der weiße Pfeil wird sein. Ja. Ach du heilige Scheiße. Wo sind wir denn darauf gelaufen? Uff. Hallo, die Waldfee. Dies ist eine mächtige Pfanne. Ich hoffe, der Eisgeist wird nicht allzu kompliziert. Vielleicht können wir den mit Feuer besiegen. Das klingt nur allzu logisch. Ach, das ist inzwischen. Ach, so ein Pferdfallen ist inzwischen Alltag. Und wir rollen hier ganz schön weit. Wir rollen den halben Weg. Auch praktisch. Na komm, aufstehen. Du bist doch hier nicht. Arm und Bein gebrochen. Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Deprimierend. Die sind 23.500. Ein bisschen lerne ich ja noch aus den Fehlern. Ist noch ein bisschen. Ah, komm, der Druck hier frei. Ich sehe schon. Komm, der Druck hier freie Aufnahme. Nö. Ha, hi, ha, hi, ha.
Hier müssen wir weiter. Hat der mich erschreckt. Hier haben wir was anderes vor. Kleines Eisbad. Ich habe die Sache noch nie im Kampf ausprobiert, aber ich kann es jetzt beim Eisgeist gebrauchen. Da gibt es doch die Sache mit dem... Auf der Insel wird es sein. Ich müsste doch ein Feuerwasser nutzen können. Ein Versuch wird es wert sein. Bin gespannt, wie mächtig der Eisgeist sein wird. Wir sind ungefähr da. Da würde ich das... Da würde ich mal das Pferd hier abstellen. Und einmal speichern. Könnte sehr hilfreich werden, wenn wir einen Save Point haben. Genauso würde man das machen. Okay. Können wir nur einmal einsetzen. Bin gespannt, wie viel genutzt. Oh, der Eisgeist gegen die Scheiße. Ich meine, wir haben schon mal gegen einen davon gekämpft. Und vielleicht kann das. Okay, das hat schon mal was gebracht. Ich meine, wir haben auch noch. In der Feuermagie. Welchen Namen der Belebung, Zerstörung? Flammen. Das wird da am erfolgreichsten gehen, ist glaube ich eine gute Sache. Na komm. Eisgeist 10er. Das haben wir sehr erfolgreich gemacht. War vorher doch die richtige Eingebung. Der Schlangenstein. Wer unter dem Zeichen der Schlange steht, kann einmal pro Tag ein lähmendes Fernkampfgift aus den Gegner verspritzen. Du kannst nur den Stein eines Zeichen auf einmal haben. Och nö, weißt du. So oft werde ich das nicht gebrauchen. Wenn doch, komme ich wieder. Können wir so. Ja, wir können schnell reisen.
ist unser Pferdchen. Das war kein Problem. Um den zu besiegen. Ich hoffe, unser Pferd kommt nach. Ich werde nämlich hier mal schnell zurückreisen. Ich hoffe, das Pferd bleibt nicht tot stehen am Eisfelsen. Das wäre unschön. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwache zu. So, jetzt trete ich meine Sturmmännchen bei. Verschwenden wir doch gleich Zeit und schwindende Reserven, um einer Legende. Ich bin im Palast für das Kochen und Putzen. Wir wissen ja nicht einmal, ob sie überhaupt existiert. Ja, sind.